dem Spiel zwischen Hertha 03 Zehlendorf und Lichtenberg 47 möchten wir heute mal mit Gelisio Banze zwei, drei Worte sprechen. Als erstes, Geli, ihr habt den besten Saisonstart seit 3 Jahren hingelegt. Woran meinst du, liegt das? Ja, also ich denke mal, es liegt daran, wir haben der Kern von Letzung ist ja geblieben. Wir haben halt gute Ergänzungen bekommen, alte Spieler, die uns unterstützen. Man merkt einfach im Feld Braune, Ali, sind halt Spieler, die uns jungen Spieler einfach in schweren Phasen einfach unterstützen und die auch mal Zeichen setzen und es hat uns letzte Saison gefehlt hat. Ich denke, das ist so ein Grund, ein Hauptgrund, dass wir diese Saison so erfolgreich spielen. Ihr habt jetzt diese Saison 19 Tore geschossen und in den letzten 3 Pflichtspielen hinten die Null gehalten. Liegt es auch daran, dass ihr eine größere Kompaktheit gerade im Mittelfeld erreicht habt? Ja, wir sind halt kompakt, merkbar im Zentrum. Ich bin Braune, Stimmung gut ab. Auch Gabe auf der 10. Wir sind schon. Also, es passt einmal momentan. Auch die Innenverteidigung, Bobby und Runge. Die sprechen viel, gute Kommandos von hinten, sind schön aggressiv. Und ich denke, das ist für das Spiel wichtig. Schon mal so den Blick in die Zukunft. Ihr hattet ja nun nicht so wahnsinnig viel Glück bei der Pokalauslosung. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein attraktiver Gegner. Wie schätzt du eure Chancen ein? Wir hatten ja heute Haubi hier auch schon gesehen, der euer Spiel mal angekickt hat. Wie schätzt du denn die Chancen ein? Na klar, ist Victoria Favorit. Aber wir spielen halt zu Hause. Und das Pokal, da ist alles möglich. Und ich sehe schon, dass wir auch gute Chancen haben. Wenn wir einen guten Tag erwischen, kann alles passieren. Gut, dann würde ich dir sehr herzlich danken und wünsche dir natürlich noch einen schönen Sonntag und den Rest Samstag von heute. Alles klar, danke, Gini.